Ja, ich wollte mal dieses Bild analysieren. Guckt euch den Wahnsinn hier an. Für mich ist das. Also, jeden Tag entdecke ich jetzt mehr über ihn und sehe, wie gemeinsam auch teilweise unsere Thematik war. Ich möchte euch hier etwas zeigen, erstmal die Details, damit ihr seht, das ist wahnsinnig. Dieses Detailreichtum. Aber die Symbolik. Ich hätte gerne, ich habe mehrere Bilder ausgesucht und das war das Beste, bis ich, das ich jetzt gefunden habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wiederholt sich ständig schon, habe ich schon erkannt. Na, ihr seht, hier ist eigentlich ein Davidstern. Das Christentum zu dieser Zeit oder auch später war ja ein bisschen anders, sage ich mal. Wie sagt man das? Das war ein anderer Trend sozusagen, irgendwie. Das war halt oft vermischt auf Bildern, weil das damals Jerusalem, dies, das war ein bisschen so aktueller. Aber ich bin nicht dafür Experte jetzt, deshalb suche ich jemanden, der damit sich besser auskennt. Oder vielleicht kennt ihr euch besser aus damit. Es geht mir, ich bin mehr der Typ, der Details liebt. Ich habe selber früher auch ein paar Bilder gezeichnet, aber nicht so. Gut, ihr seht dieser positive Engel hier, sag ich mal. Also die rechte Seite ist die gute, die linke ist nicht unbedingt die schlechte, aber ihr seht hier, der Engel ist ein bisschen sauer. Da ist dieser Dreieck. Der hat ein Flammenschwert und sieben Schalen sind das wieder. Wieder die sieben, ne? Schüttet der aus. Und was heftig ist, ist das hier. Erstmal diese Wesenheiten mit Schlangen, ne? Medusas praktisch, ja, so entfernt. Aber es geht mir darum, hier ist ein Drache. Der hat, ich weiß nicht, ob das, ob sein Kopf hier ist. Man muss sehen, wie klein das eigentlich ist, ne? Ich hätte gerne bessere Auflösung noch, aber gut. Weil das sind Sterne und viele Details. Aber guckt euch das an, diese Scheibe hier, die strahlen aus dem Himmel mit Blitzen und hier Explosionen. Die Häuser oder Kirche oder. Ne, das ist keine Kirche, das sieht mehr aus tatsächlich wie ein, fast schon wie ein Hochhaus. Weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Etagen. Sagen wir mal, es ist einfach ein Turm. Nur das mit den Fenstern sieht hier ungewöhnlich aus. Aber das ist die Zerstörung. Wahrscheinlich, wie der meinte, ich sehe hier, seht ihr das? Pyramiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pyramiden sehe ich dort. Vor allem, da, die sind so spitzer, die zwei, die sind aus, wie die aus dem Sudan. Wie auch immer. Ich gehe mal auf diese Seite, nur um das Gegenteil jetzt zu zeigen, so praktisch hier das Positive. Das ist eher so ein Lamm, ne, würde ich sagen, dieses Christensymbolik. Aber das sieht auffällig aus, dieser Berg, der Abstufung hat. Also das sieht wirklich heftig aus. Vor allem ist er in der Stadt praktisch. Drumherum ist zwar eine Stadt. Ich habe natürlich ganz kurz vermutet, ob das nicht der Turm von Babylon ist, aber nein, das auf keinen Fall, denke ich jetzt. Ist schwer dabei, ein Thema zu bleiben. Hier haben wir die Sanduhr, hier den Kompass. Die Flügel, ne? Dunkel und hier hell. Man sieht auch, das Gefieder ist ein bisschen anders. Man sieht auch, hier können praktisch Engel oder Kinder auch mit Löwen spielen. Das ist halt so eine Symbolik hier, Triumph, Triumph. 1677 wurde es gemacht. Aber ich möchte hier vor allem nochmal, der hat Blumen halt. Und hier spielt er. Ich kann das jetzt nicht genau lesen. Das ist, glaube ich, Latein. Ja, weil das ist, glaube ich, eine englische auch. Außerdem sehe ich hier, ich glaube, das ist aus England. Aber das hier, ne? Und das ist nicht detailreich. Das ist ja, da fehlen viele Details. Man kann normalerweise deutlich mehr reinzoomen. Nur guckt euch das an, wenn man aus dieser Entfernung das sieht. Ich finde das. Und das ist hier die Göttlichkeit. Man sieht den Unterschied hier, die Flammen hier eher strahlen, das Licht hier so eine Art Dunkelheit mit Feuer und hier das Licht, das Helle. Auf dieser Seite sieht man zwei andere Wesen. Ich kann das nicht, der hat Hörner
und Flügel, aber ich weiß nicht genau, da kenne ich mich nicht so aus. Der hat vier Flügel. Ich glaube, das ist ein Cherubim, soll das symbolisieren. Und das ist dieser, ja, wie hießen die? Gewalten? Ach ne, es gab ja Seraphims, Cherubims. Falls jemand vielleicht eine Idee hat, was das hier repräsentieren soll, weil das sind die Pyramiden und das sieht mehr aus wie so eine Art dunkle, vielleicht so ein dunkles Wissen, ja. Und hier, das hier ist, ne, wieder so alles am Scheinen und hier sieht man auch, dass das nicht gut ankommt. Guck, da werden auch Schwerter hier symbolisiert und also Besen. Also es wird richtig aufgeräumt hier und man sieht hier die Flut noch zusätzlich, ne? Und diese Scheibe interessiert mich auch ein bisschen, wieso die so gezeigt wird. Aber die Blitze, das ist ja alles so bekannt, kommt mir das vor. Das ist unglaublich. Das gibt es bestimmt auch in schöner, aber man sieht hier, seht ihr das, diese Form? Die habe ich gestern auch, oder war das vorgestern? Sonntag, wann war Sonntag? Egal. Ich habe auf jeden Fall diese Symbolik wieder am Friedhof entdeckt. Und das würde ich, ey, wieso baue ich das einfach nicht im Video ein, ne? Hier ist die Symbolik. Seht ihr das? Auch noch abgerundet. Ja, Lebensbaum, nennt ihr wie das wollt. Es ist immer das Gleiche, wiederholt sich. Professor Dr. Robert Bayrich. Da ist schon wieder die Katze. Ist das ein Zufall, dass sie hier durchkommt? Hallo, Kätzchen. Ich habe die eben gedacht, ich gehe dir nicht hinterher, weil wenn die keinen Bock hat, hat die keinen Bock. Hier muss wohl ein Mitglied gewesen sein, weil hier die gekrönte Schlange drauf ist. Und hier die Freimaurerzeichen und da edel sei der Mensch. Ja, hier bin ich an Jakob Böhme Grab. Diese Symbolik. Guck ich mir zu Hause nochmal an, was das bedeuten soll. Ich habe schon mal was gelesen, aber jetzt will ich das genauer wissen. Und was auffällt hier, diese Basaltsteine im rohen Zustand. Selbst ein Grabstein ist so halb roh. Und das ist der alte Grabstein hier. Oder was ist das? Ja, das ist eine, Zusatzinformation, würde ich sagen. Ja, schön. Dieses pure Saubasalt. Ja, das fällt auch auf hier. Da sieht es fast aus, als würde Gott weinen. Sonne, Gott, Herz, gerissen. Hier Wurzel auf der Erde. Und Kampf. Aber wie man sieht, die Schlange mit den Sternen und der Drache kämpfen miteinander, aber sind auch irgendwie miteinander verbunden. Genau wie Gott, das Herz und die Erde. Also eigentlich ist das eine Einheit, aber irgendwie stimmt hier was nicht, ne? Hier haben wir wieder sieben Schalen oder ja, es sind so Pokale oder Lampen. Und hier auch wieder vier geflügelt. Also würde ich sagen, Cherubim, der hatte auch vier Flügel. Wahrscheinlich Seraphim, ich weiß jetzt nicht genau, was das symbolisiert. Aber hier die Engel, das sind auf jeden Fall die Engelchöre. Ich habe die schon gezählt, sind 24 Menschen hier. Die rauchen eine Bonk. Da ist eine Bärenfalle. Na, Spaß. Auf jeden Fall haben die ihre Kronen abgelegt und sind 24. Ich habe mich auch gefragt, so, ne? Es gibt auch mehrere Sachen, die ins Spiel kommen. Aber hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wieder. Hier die 7. Das sieht schon interessant aus. Und hier kommt's. Das sieht so wirklich merkwürdig aus, weil das sieht aus, als wie Piloten sehen die aus. Die Uniform, als hätten die eine Brille sogar da auf dem Kopf. Aber das täuscht. Da hätte ich auch gerne eine bessere Auflösung. Da ist der Sonnenaufgang und hier gehen halt so Leute, sag ich mal, spazieren. Aber dazwischen ist der Tod, ne? Da ist die Dunkelheit und hier ist das Licht. Man könnte heutzutage sagen, da ist die Atombombe explodiert. Und nein. Auf jeden Fall, ich finde das total faszinierend.
In dieser Symbolik ist so viel versteckt auch. Und ich, wie gesagt, ich fange erst damit jetzt an und werde das durchziehen. Interessiert mich, weil ich denke, dass man in Schrift dann einiges findet, aber hier in diesen Bildern sagt er wahrscheinlich noch mehr. Und ich wundere mich nicht, dass die Kirche den verboten hat, weil, ja, hat er nicht so viel so gut reingepasst. Ne? Der hat wahrscheinlich zu viel gesagt von der Wahrheit, auch wenn das versteckt war. Ja, hier haben wir noch etwas wieder, ne? Die Engel. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Vogel ist, muss ich ja sagen. Ein Phönix? Ne, ne? Auf jeden Fall sehen wir das hier, ist besonders interessant wieder. Diese Krallen hier. Und darunter sind wieder diese Schlangenwesen, Drachen. Und hier auch so ein Schlangenwesen mit so Art Insektenflügel hatte. Da überall so Monster und sogar eine Art Fliege ist hier. Trotzdem ist das für die Zeit schon unheimlich, weil man hat zu dieser Zeit wirklich oft viel einfachere Bilder gemacht mit so Monstern, wo man lachen muss, ne? Aber bei seinen Bildern muss ich sagen, da ist nichts zum Lachen. Dieses Bild ist auch interessant. Hier haben wir weh, da wohl. Aber verkehrt rum, ne? Und hier das, diese Symbolik, ja. Das Licht und hier sind mehr Wolken und Blitze. Hier wieder dunkle Flügel, ein dunkles. Und hier haben wir das helle. Und ja, das ist so eine Mistel, ne, heißt das. Vor allem, was witzig ist, Leute, guckt euch das hier an. Wille in die Richtung, Wille in die Richtung. Ja, hier auch. Das eine im Feuer, das eine im Strahlen. Das Auge im Feuer sieht auch so müde aus irgendwie. Und das ist schon interessant. Ja, ich habe das einfach mal gemacht, so zwischendurch. Ich wollte auch Böhme damit auch ein bisschen mehr vorstellen, aber auch die Mystik, auch die Symbolik ein bisschen so eingehen. Ich bin jetzt kein Experte auf diesem Gebiet. Hier dieser Dreieck, die Göttlichkeit. Und hier ist der Dreieck so gestellt, ne? Also umgekehrter Dreieck repräsentiert die Göttlichkeit, so wie die umgekehrte Schrift eigentlich das Gute repräsentiert. Das ist echt auffällig hier. Also von diesem Bild muss ich mir auf jeden Fall eine bessere Qualität noch finden, weil hier sind so viele Details, die ich unbedingt sehen möchte und auch lesen. Und das werde ich dann wahrscheinlich noch. Vielleicht analysiere ich ein paar Bilder noch von dem einfach so und vor allem präsentiere ich die damit auch, ne? Weil das ist wunderschön einfach und mystisch. Ja. Und dieser Herr, ja, hat Schuhe gemacht. Zeitlang hat ihn gelangweilt wahrscheinlich. Egal, auf jeden Fall geht es darum, dass er nur die Grundschule besucht hat. Ne? Und er war praktisch die Basis in Deutschland für alle Philosophen späteren und der hat sehr großen Einfluss gehabt. Und ich bin auch dankbar, dass er solche Menschen gegeben hat und ich bin froh, dass ich hier so ein bisschen von seiner Energie abbekomme und mich für die gleiche Thematik auch interessiere. Ja, ich sehe Babel, vielleicht war das doch auf dem einen Bild der Turm vom Babylon. Ich weiß es nicht, das erinnert mich echt an eine Schallplatte. Aber Wille, Seele, Geist, Wille, Licht, Tod, Paradies, Erde. Hier ist Babel, Sohn, Schallplatte. Naja, Quatsch, aber wow, das ist echt schon interessant. Aber ich beende das Video, weil das zu lang wird oder außerdem weiß ich gar nicht. Muss ich mir das selber noch in Ruhe genau angucken, alles merke ich, weil da bleibt man einfach hängen jetzt so und na, so kann ich kein Video machen. Jo, ciao.